Das wichtigste Video zu den Fahrkosten für Menschen mit Behinderung im Jahr 2021 oder beziehungsweise ab 2021. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen, hier ist wieder Jutta Martin und heute geht es speziell um dieses Thema Fahrkosten bei Behinderung. In den vergangenen Videos hatte ich Ihnen schon erklärt, wie Sie einen Behindertenpauschbetrag beantragen, was damit abgegolten ist und was nicht. Und wie Sie ihn beantragen müssen, nämlich in der Anlage außergewöhnliche Belastungen. Heute schauen wir uns alles speziell um das Thema Auto und Fahrkosten an. Ich habe Ihnen wieder alles in Form einer Präsentation aufbereitet. Dann können Sie das Video anhalten, wenn die Zahlen, die Sie betreffen, wenn Sie die sich notieren möchten. Und ansonsten, ja, wir sehen uns gleich. Bleiben Sie dran. Fahrtkosten bei Behinderung ab 2021. Wir schauen uns die Vergünstigungen rund um das Auto an. Menschen mit Behinderung können private Fahrkosten, Unfallkosten und die Kosten für einen behinderungsgerechten Pkw sowie für den Erwerb des Führerscheins neben dem Behindertenpauschbetrag steuerlich geltend machen. Wie sieht das aus mit der behindertengerechten Umrüstung eines Pkw? Also manche Menschen, die außergewöhnlich gehbehindert sind, können natürlich kein normales Auto fahren und müssen es auf ihre Bedingungen anpassen lassen, also umrüsten. Diese Kosten können Sie steuerlich geltend machen, wenn Sie dem Finanzamt nachweisen können, dass Sie auf ein Fahrzeug als Fortbewegungsmittel angewiesen sind und das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln Ihnen aufgrund der Behinderung nicht möglich ist. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das auch nachweisen können. Ja, mein Tipp dazu, am besten lassen Sie sich vor dem Umbau einer Test ausstellen, aus dem hervorgeht, dass Sie nur ein speziell ausgestattetes Auto fahren können und welche Ausstattung Sie benötigen. Die von Ihnen getragenen Umrüstungskosten sind nach Abzug etwaiger Zuschüsse im Jahr der Zahlung abziehbar. Sie können also diese Kosten nicht auf mehrere Jahre verteilen. Das ist leider nicht möglich. Wie sieht es aus mit den Kosten für den Führerschein? Also wenn Sie zu den schwerbehinderten Personen gehören, die so geh- und stehbehindert sind, dass Sie sich außerhalb des Hauses nur mit Hilfe eines Fahrzeuges fortbewegen können, dürfen Sie die Führerscheinkosten als außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art steuerlich geltend machen. Auch hier müssen Sie natürlich dem Finanzamt nachweisen können, dass Sie auf ein Fahrzeug als Fortbewegungsmittel angewiesen sind und Ihnen eine Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der Behinderung nicht möglich ist. Besuchen Sie eine Fahrschule, die sich auf die Ausbildung behinderter Menschen spezialisiert hat und von Ihrem Wohnort weiter entfernt ist, dürfen Sie neben den Fahrtkosten zu der Fahrschule auch die notwendigen Übernachtungskosten geltend machen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das auch im Hinterkopf abspeichern. Wie sieht es nun aus, wenn Sie einen Unfall hatten? Also wenn Sie auf einer berücksichtigungsfähigen Fahrt einen Autounfall erleiden, sind die Unfallkosten zusätzlich als außergewöhnliche Belastungen steuerlich absetzbar. Aber auch hier gilt wieder, dass Sie so gehbehindert sind, dass Sie sich außerhalb der Wohnung nur mit einem Kraftfahrzeug fortbewegen können. Haben Sie einen Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, können Sie diese Unfallkosten zusätzlich zur Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend machen. Berufliche Fahrten. Berufliche Fahrten sind die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung. Berufliche Fahrten sind entweder als Werbungskosten oder als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Also Werbungskosten als Arbeitnehmer und Betriebsausgaben, wenn Sie selbstständig sind. Sie dürfen die tatsächlichen Kilometerkosten oder pauschal 30 Cent pro gefahrenen Kilometer dafür ansetzen. Also bei den tatsächlichen Kilometerkosten lohnt sich es eigentlich nur alles zu sammeln, wenn die Anschaffungskosten für den Pkw so ab 50.000 Euro sind. Die Voraussetzungen sind dafür ein Grad der Behinderung 70 oder ein Grad der Behinderung 50 oder 60. Mit zusätzlichen Merkzeichen G für gehbehindert oder AG für außergewöhnlich gehbehindert.
Schauen wir uns die Privatfahrten als außergewöhnliche Belastungen an. Also Privatfahrten können Sie als atypische behinderungsbedingte Kosten bei den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art abziehen. Also Privatfahrten, reine Privatfahrten sind zum Beispiel Besuchs-, Freizeit-, Urlaubs- und Vergnügungsfahrten, die im Normalfall steuerlich nicht abzugsfähig sind. Ob und in welchem Umfang Sie Privatfahrten steuermindernd geltend machen dürfen, ist abhängig vom Zweck der Fahrt und vom Grad der Behinderung und welches Merkzeichen bei Ihnen festgestellt wurde. Also wir unterscheiden beim Anlass der Art zwischen Privatfahrten, zwischen krankheitsbedingten Fahrten und zwischen behinderungsbedingten Fahrten. Schauen wir uns die krankheitsbedingten Fahrten an. Dazu zählen Fahrten aus medizinischem oder therapeutischem Anlass, wie zum Beispiel Arztbesuche, Fahrten zur Apotheke, zur Krankengymnastik, zur Kur, zur Massage oder zum Sanitätshaus. Aber unabhängig vom Grad der Behinderung und Merkzeichen dürfen alle steuerpflichtigen krankheitsbedingte Fahrkosten steuerlich geltend machen. Diese müssen natürlich auch genau nachgewiesen werden. Also auch wenn ein Mensch, der nicht behindert ist, Fahrten zu Fachärzten, zur Massage, zur Physiotherapie, zum Sanitätshaus, zur Krankengymnastik und so weiter hat, kann er diese Kosten bei den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art steuerlich geltend machen. Dann kommen die behinderungsbedingten Fahrten. Dazu gehören hauptsächlich Fahrten zu Ämtern und Behörden, die durch die Behinderung veranlasst und unvermeidbar sind. Geh- und stehbehinderte Menschen können ohne Einzelnachweis 250 Kilometer pro Monat oder 3000 Kilometer für ein komplettes Jahr mit grundsätzlich 30 Cent pro Kilometer ansetzen. Das sind 900 Euro im Jahr und gilt für Grad der Behinderung 80 oder Grad der Behinderung 70 mit Merkzeichen G. Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel oder Taxi können Sie mit pauschalen Fahrten kombinieren und das wissen viele nicht. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also unser Beispielrentner Willi Weise, der erledigte einen Teil der behinderungsbedingten Fahrten mit dem Taxi. Er hat dafür 250 Kilometer zurückgelegt und 490 Euro bezahlt. Jetzt werden von den 3000 Kilometer, die ihm für das Jahr zustehen, diese 250 Kilometer abgezogen und es bleiben 2750 Kilometer mal 30 Cent übrig. Das bedeutet, er kann einmal die Kosten für die Taxifahrt plus die restlichen Kilometer mal 30 Cent, das sind hier in dem Fall 825 Euro, kann er zusammenaddieren und abziehen. Das sind in dem Beispiel 1315 Euro und nicht nur diese 900 Euro. Und ja, das ist vielen nicht bekannt. Deswegen habe ich das hier extra nochmal erwähnt. Dann haben wir außergewöhnlich Gehbehinderte, Blinde und hilflose Menschen. Diese Menschen können 15.000 Kilometer geltend machen, wenn sie mit dem eigenen Pkw fahren. Wurde bei ihnen das Merkzeichen AG für außergewöhnlich gehbehindert, H für hilflos oder BL für blind anerkannt, dürfen sie nicht nur die durch die Behinderung veranlassten unvermeidlichen Fahrten, sondern auch reine Privatfahrten in einem angemessenen Rahmen geltend machen. Also Privatfahrten, hat man gesagt, Freizeit-, Erholungs- und Besuchsfahrten zum Beispiel. Aber Achtung, Sie müssen auch diese Fahrten nachweisen können bzw. dem Finanzamt gegenüber glaubhaft machen. Das heißt, Sie müssen die Fahrleistung Ihres Pkw belegen können. Wie machen Sie das? Nun ganz einfach. Die Fahrtleistung, die Kilometerleistung im Jahr können Sie durch Werkstattrechnungen, durch TÜV-Protokoll oder auch durch den Versicherungsschein belegen, denn bei Ihrer Versicherung müssen Sie ja auch die jährlichen Kilometer, also die jährlich gefahrenen Kilometer angeben. 15.000 Kilometer im Jahr bedeutet, dass es 1250 Kilometer im Monat sind. Treten die Voraussetzungen erst im Laufe des Jahres ein, dann bekommen Sie die Höchstgrenze nur anteilig. Das ist genau wie bei den 3000 Kilometer, also 250 Kilometer pro Monat für jeden Monat, wo die Voraussetzungen vorlagen. Und in dem Fall hier sind es 1250 Kilometer im Monat auch nur für die Monate, wo die Voraussetzungen vorlagen.
Dann haben wir noch einen Ausnahmefall, diese Begrenzung auf 15.000 Kilometer, die entfällt, wenn die Fahrleistung durch eine berufsqualifizierende Ausbildung bedingt ist. Ja, und nun zum Schluss noch ein wichtiger Tipp. Die behinderungsbedingten Fahrkosten müssen Sie in Ihrer Steuererklärung natürlich ausdrücklich beantragen. Wie beantragen Sie das? Sie tragen das in der Anlage außergewöhnliche Belastungen in Zeile 16 ein. Ja, meine lieben Zuschauer, das war es jetzt mal im groben Überblick zu den Fahrkosten bei Behinderung. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Tipps weiterhelfen. Ich denke mal, was viele wirklich nicht wissen, ist, dass man die Pauschale kombinieren kann mit Fahrkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Taxi. Und deswegen habe ich das hier auch extra nochmal als Beispiel aufgeführt. Ja, vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Sichern Sie sich gerne hier unter dem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben und abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, über die Sie ein Video gerne sehen möchten, dann lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Ich werde nächste Woche ein Video über den Altersentlastungsbetrag auf Wunsch einer Zuschauerin veröffentlichen. Bleiben Sie alle gesund. Bis dahin alles Gute, Jutta Martin.